Walzer, Anfang eines Chopin-Walzers in Cis-Moll und wir sollen hier drei Akkorde bestimmen. Das machen wir so, dass ich hier die Töne am Klavier spiele, wir dann anhalten und versuchen, den und den in Terzschichtung zu bringen. Das heißt, alle Doppelungen weglassen und drei Klänge umkehren, solange bis ich sehe, was für ein Akkord das ist. Das ist schon das rote Feld. Ich sehe, hier habe ich ein E und hier auch. Lasse ich das obere weg. Das Gis ist auch doppelt. Damit habe ich diese Töne. Bringe das Gis hier nach oben. Habe einen wunderschönen Dreiklang in Grundstellung. Ein Moll-Dreiklang. Kleine Terz, große Terz. Grundton Cis, das ist Cis-Moll. Sind wir an der blauen Stelle. Das Cis kann ich weglassen. Jetzt habe ich die gleiche Struktur wie vorhin. Wieder bringe ich das Gis nach oben, sehe nochmal der gleiche Cis-Moll. Jetzt spiele ich bis zum Gelben und halte dort an. Das kann ich hier weglassen, weil es hier auch ist. Hier ist nochmal das E, lasse das weg. Diese drei Töne. Naja, wenn ich das Cis hier oben hier hinbringe, dann habe ich den Dreiklang in Grundstellung. Ich höre schon Dur-Akkord, große Terz plus kleine Terz. Und das ist A-Dur.